wenn du jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking? Was Habe löst ich das in das dir aus? Gefühl, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer Immer. denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte noch normal, unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert und quasi ein Eskalations Szenario an die Wand malen. Eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen die Chinesen uns mit allem drum und dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen, und zwar ziemlich gewaltig. Und dann würden unsere westlichen Werte erst recht keiner mehr ernst nehmen.